Das beunruhigt mich ein bisschen, wenn die so laut sind. Let's go! Okay. Die wissen jetzt, dass ich existiere. Das ist schon mal scheiße. Gut. Dann können wir jetzt eigentlich nur schauen, dass wir da irgendwie unten reinkommen, ohne dass man uns erwischt. So. Gut. Schon überlebt. Es ist bestimmt eine Nummer sicherer, da mal als Tarnfeld zeigt. Okay. Das Ding ist da drüben. Halt! Hier spricht Jacob Hargreave. Ich sagte Feuer einstellen. Sie können mich mal, alter Mann. Prophet stirbt hier. Idioten. Der Anzug. Alles Idioten. Sie zerstören unsere einzige Hoffnung. Feuer einstellen. Unterstützung, Feuer kommt. Okay, alles klar. Alles klar. Sektion 3. Was zum Teufel machen Sie da eigentlich? Hier spricht Jacob Hargreave. Ich sagte Feuer einstellen. Sie können mich mal, alter Mann. Prophet stirbt hier. Idioten. Der Anzug. Alles Idioten. Sie zerstören unsere einzige Hoffnung. Feuer einstellen. Nichts in meinem Schussfeld. Ja, dann würde ich mal sagen. Damit haben wir auf jeden Fall mal eine halbe Katastrophe ausgelöst. Wer möchte sich mit mir anlegen? Keine Freiwilligen? Dum, 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 dum. Lasst mich doch wieder rein in mein Käfig. Feuer einstellen. Sie können mich mal, alter Mann. Prophet stirbt hier. Idioten. Der Anzug. Alles Idioten. Sie zerstören unsere einzige Hoffnung. Feuer einstellen. Hä? Okay.
Okay. Also, kurzer Zwischenstand in dieser stressigen Situation. Wir müssen aufpassen, dass wir überleben. F halt Munitionsnachschub. So, zack, rein. Ja. Wenn uns immer alles angreifen will. Ist voll nervig. Die tun sich damit ja nichts Gutes. La 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 Okay, da müssen wir halt eine Nummer härter zuschlagen. Wow! Halt! So. Ja. Okay, so kann man sie natürlich auch aus der Reserve locken. Aber ich weiß von diesem Auto. Das ist nämlich unser Problem, unser richtiges Problem. Sonst geht's hier eigentlich. Aber die Musik, die passt immer sehr gut, finde ich. Also kann ich echt nur sagen, die haben gute Arbeit geleistet. Das war ja Hans Zimmer, ist das ja? Ja, und der kann das. Und dann war noch ein anderer dabei, von dem ich gerade den Namen nicht weiß. Ja. Muss ich sagen, Musik sehr gut, Grafik sehr gut, Story kann man lassen. Ja, die überleben hier zu viel. Okay. Nachladen, dann machen wir das heimliche, ja, wir machen hier Nachschub nachfüllen, nachdem wir nachgeladen haben. Lohnt sich auch. Es glaubt doch niemand, dass wir das überleben, oder? Überall auch Kameras, das ist ein bisschen bescheuert. Okay. Munitionsnachschub. Greif auf das
Schön. Okay, jetzt können wir erstmal Energie aufladen. Ja. Tarnfeld aktiviert. So. Und ja. Was dann des Weiteren passiert, das erfahren wir dann in der nächsten Aufnahmesession, wenn es heißt Let's Play Crysis 2. Und damit sage ich Ciao. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crysis 2. Letzte Folge sind wir stehen geblieben, dass wir, beziehungsweise letzte Aufnahmesession, haben wir damit beendet, dass wir hier eingebrochen sind. Ja. In dieses Labor. Und ja, da stecken wir jetzt quasi drin und müssen jetzt schauen, dass wir hier irgendwie weiterkommen. Schaut jetzt alles nicht so gefährlich aus. Also ich staune immer wieder über die Grafik und boah, wie das hier ausschaut. Alles klar. Los geht's. Ja. Erledigen Sie ihn, Gentlemen. Mit aller Gewalt. Ich will, dass dieser Wahnsinn ein Ende hat. Was machen Sie da, Lockhart? Ich mache, was das Direktorium von Trinet schon vor 3 Jahren hätte tun sollen, alter Mann. Ich ziehe Ihren Cyborg-Träumen den Stecker raus. Sie zerstören unsere einzige Hoffnung, Lockhart. Sie Idiot. Glauben Sie, Sie können sich vor der Zukunft verstecken? Wir haben keine Wahl. Dieser Hund geht jetzt nicht auf die Jagd, Hargreaves. Das Direktorium ist auf meiner Seite. Es wird Ihren Blödsinn nicht mehr hören. Ich habe hier das Kommando. Geben Sie auf! So. Es scheint jetzt... Oh, da habe ich viel eingesteckt. Okay, alles klar. Okay, wir müssen jetzt kurz warten. Vielleicht laden wir noch schnell nach. Das wäre auch nicht so unpraktisch. Oh, hier läuft Wasser rein. Keine gute Sache. Und ich muss immer noch sagen, was mir in Crysis einfach am allerbesten gefällt, ist die Musik. Die hat was Spannendes und sie baut sich immer gut auf. Okay, alles klar. Okay, Alcatraz. Die Aufzüge und Sicherheitstore sind alle offline. Sie müssen das System vom Hauptpult aus neu starten. Gut, das machen wir doch dann mal. Oh, 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 oh. Scheiße. Okay, das schaut nicht sehr gut aus. Okay, es schaut hier ziemlich scheiße aus für uns. Dann versuchen wir hier mal unten weiter zu schleichen. What the fuck? Was ist jetzt passiert?